Halleluja! Da wären wir wieder, meine Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Stranded Deep in der Version 0.06, glaube ich, war das. Oder war das 0.6? Egal. Auf jeden Fall noch nicht das finale Spiel, aber es hat sich doch schon einiges getan, seitdem wir das letzte Mal gezockt haben, was auch schon gut ein halbes Jahr wieder her sein dürfte. So, was sagt denn eigentlich die Watch? Okay, wir hätten bald wieder Hunger. Wir könnten mal schauen, wachsen die Kokosnüsse eigentlich nach oder wie ist das denn mit den Kokosnüssen? Aber wir wollten ja, glaube ich, mal zur anderen Insel rüberfahren. Wir brauchten, glaube ich, Rocks, wenn ich mich recht entsinne. Was sagt das Inventar? Okay, das ist relativ befreit von irgendwelchem Müll, sodass wir einiges mitnehmen können. Beziehungsweise wir könnten vielleicht noch ein bisschen mehr aufräumen. Hier oben haben wir ja Ressourcenstapel liegen. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel hier diese Rock Shards, die ich gerade eh nicht brauche, einfach mal hierher klatsche. Lashings. Da brauche ich jetzt eigentlich auch weniger. Die ganzen Lashings hauen wir mal hierher. Feuerzeugflasche. Gut, das lasse ich mal alles einstecken. Kann ja sein, dass wir das noch benötigen. Wir müssen ja auch das Paddle mitnehmen, was auch schon ein Inventarslot uns kosten wird. So, jetzt müssen wir erstmal das gute Lifecraft hier zu Wasser rücken, dass wir damit in See stechen können zur anderen Insel. Okay, das möchte noch nicht ganz ins Wasser. Kommst du her? Okay, jetzt möchte es. Zack. Hoch mit uns, hoch mit uns. Okay. Gehen wir mal in die Hocke und paddeln zur nächsten Insel rüber. Das mache ich immer ganz gerne in der Hocke, da wir dadurch uns nicht so viel bewegen. Irgendwie kommt mir das dann alles stimmiger vor, wie wenn wir stehen. Ja, es funktioniert halt auch im Stehen, klar, aber wenn man sich bewegt, dann ist man gleich sonst wo. Eieiei, hier rutscht man auch hin und her wieder in diesem Schlauchboot. Wow, wow. Ui, was ist denn da unten? Da hat es gerade was aufgedeckt gehabt. Da scheint irgendwas unter uns zu sein. Oh, ja, ja, das ist aber ein starker Welle. Boah, guck dir mal die Welle davor. Das sah. Boah. Hoi, 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 hoi. Das sah ja gerade aus. Boah. Alter. Was haben denn die hier für Wellengang eingebaut? Das ist ja mal krass. Das sind voll die dicken Wellen, ey. Ich hoffe, hier kommt kein Tsunami oder sowas. Guck mal, so ein Himmel. Oh mein Gott, was ist das? Eine Mörder. Das hätte was. Das wäre ein geiler Gag, auf jeden Fall. Wenn sie das mit ein. Boah, boah, heieiei, hier schaukelt es uns aber ganz schön hin und her. Ich hoffe mal, wir kriegen irgendwann ein stabileres Boot zusammen, hey. Das ist ja schon nicht mehr feierlich. Heieiei, hier sind Riffs. Achtung, Achtung. Nicht, dass wir riften. Wow, und da auf dieser Insel gefangen sind. Eieiei, der Wellengang ist echt krass. Also, da muss ich sagen, heidanei. So, sehr schön. Hätten wir geschafft. Da hinten ist unsere Insel. Wir haben schon ein bisschen jetzt hier gebraucht, zu rudern und so. Okay, da ist ein Schiff. Ist ein Hai in der Nähe? Ich hoffe mal nicht. Dann gehen wir mal gleich in das Schiff, nein. Und gucken mal, was es hier so gibt. Gibt es bestimmt was zum Sammeln, Spielen und Tauschen. So, machen wir auf. Oh, was ist denn da rausgefallen? Eine Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Eine Axt. Okay. Oh, ein Duct Tape. Ansonsten ist hier gar nicht so viel drin. Okay, noch ein Bucket Seawater und ein Flashlight. Wow, wow, wow. Ich brauche Luft, ich brauche Luft. Oh. Eieiei. Eieiei. So, hier haben wir noch Konsole. Nochmal ein Bucket Seawater. Okay, das können wir aber nicht öffnen. Das ist auch nur alles Schund. Und hier gibt es auch nichts, ne? Boah, schon wieder. Eieiei, die Luft geht uns aber schnell aus. Haben wir hier noch was? Hier liegt doch auch manchmal noch was drin. Da ist noch eine Toolbox. Ah, guckt mal an. Noch ein Duct Tape. Sehr schön.
Gut, dann gehen wir mal wieder zurück an diese Insel hier. Dann haben wir ja schon ein bisschen was gesammelt. Ja, eine Laterne, eine neue Axt, eine coole Axt, vor allem eine richtige, zweimal Ducktape und zwei Eimer Seewasser. Okay, warum auch nicht? Warum auch nicht? So, schauen wir uns mal hier ein wenig auf der Insel um. Wir arbeiten uns mal vom Rand her nach innen. Hier haben wir wieder so eine Plane. Und Sticks. Zwei Stickies. Nehmen wir natürlich mit Small Rock. Ach, jetzt gibt es wieder den Plank Scrap. Small Rock. Noch mehr Plank Scrap. Alles abgrasen, was geht. Da haben wir noch mehr Stickies. Und endlich auch wieder ein paar Rocks. Steine können wir nämlich auch immer ganz gut gebrauchen. Kokosnüsse werde ich auch mal abhauen. Weil Essen sollte man immer haben. Und nein, wir sind schon voll. Oh mein Gott, wir sind schon voll. Das gibt's doch nicht. Was hau ich denn jetzt weg? Soll ich das da weghauen? Brauchen wir das unbedingt jetzt? Wassermesser? Die richtige Axt ist eigentlich schon geiler, ne? Wie diese Crude Axe. Ach, aber andererseits, ich möchte nichts wegschmeißen. Es kann ja sein, dass ich das nochmal brauche. Ach, scheiß der Geier drauf. Nehmen wir lieber die richtige Axt mit. So, waren da noch mehr Kokosnüsse? Nee, ne? Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Kokosnüsse hatten wir eingesammelt. Corrugated Scrap. Driftwood Scrap. Scrap, Scrap, Scrap. Sticks. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal herkommen. Hier liegt so viel und die Insel ist auch recht groß. Dann nehmen wir noch ein paar Steine mit. Nehmen mal mit, was so geht. Wir haben jetzt auch ein bisschen Platz für Kokosnüsse. Ein bisschen umschauen hier. Da liegt noch mehr solches Zeug rum. Naja, die Insel ist schon. Die hier ist schon ziemlich groß. Ja, größer wie unsere. Habe ich zumindest so das Gefühl. Haben wir noch ein paar Steine oder sowas zu mitnehmen? Wäre noch ganz nice. Hier liegt eine umgekippte Palme. So ein paar Steinchen wären jetzt noch ganz cool. Das klingt vor allem, das rennt die tap 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 tap. Die Insel ist ja riesig. Ah, da ist schon ein bisschen Land hier dahinter. Hier Kokosnüsse? Palm. Schade, gibt's keine. Sah aus wie Kokosnuss. Dranhängt, aber war leider keine. Gibt's hier sonst nichts? Keine Steine mehr? Wollte mich da verarschen. Kann ja nicht sein, dass hier so wenig Steine gibt. Sind ja richtig selten geworden, oder? Oh, hier könnte es aber noch Kokosnüsse geben. Ich glaube, wir brauchen bald wieder was zum Mümmeln. Da hängt eine dran. Green Coconut, Green Coconut. Ah, bleibst du hier? Du auch, ey. Nicht ins Meer reinkullern. Ah, da hängt auch was dran. Da kletter ich mal ganz vorsichtig hoch. Ha! In der Luft aufgesammelt. Ist das nicht geil? Hier klettern wir jetzt mal wieder ganz vorsichtig runter. Und da hängen leider keine Kokosnüsse dran. Wie es aussieht, auf diesen ganz großen scheinen anscheinend Kokosnüsse nicht so sehr vertreten zu sein. Da sind wieder welche. Wenn ich das richtig. Wow! Hau, wow, wow! Hau, wow, 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 war das knapp. Da hängen wieder drei dran. Verdammt. Bin voll anscheinend.
schmeiße ich die Axt hin, bin ich blöd. Sammeln wir mal wieder auf, das Ding. Das brauchen wir noch. 4 Kokosnüsse. 1, 2, 3, 4. So, hier haben wir jetzt wieder ein paar. Ich werde mal eine knacken und glaub essen. Was sagt... Ja, ja, ja. Könnten wir schon. Na. Drinkable machen. So. Gluck, gluck, gluck. Vielen Dank. Die schmeißen wir weg. Nehmen wieder die Axt und dann machen wir eine zum Essen draus. Wir haben nämlich etwas Hunger. So, was sagt die Uhr? Okay, wir könnten noch ein bisschen gebrauchen. Dann tue ich mal die direkt zum Essen verarbeiten. So, sehr schön. Und Speisen. Und Speisen. Ah, das sieht doch schon mal einiges besser aus. Wir können zwar eh nur 4 mitnehmen, aber okay. Ja, wir müssen, es hilft nichts, Leute. Wo musste ich jetzt hin, um zurückzugelangen zum Boot? Ich glaube, dahinter, oder? Ich habe mich jetzt schon verlaufen. No! Wo ist mein Lifecraft? Lifecraft, Lifecraft. Ich glaube, wir müssen dahin. Glaube ich, weil da hinten ist ganz im Hintergrund noch eine Insel zu erkennen. Und ich glaube, das war dann unsere. Ich glaube nicht, wir sind hier rüber gerannt. So, dann müsste da hinten theoretisch das Boot irgendwo sein. Genau, hier waren ja diese Scraps. Oder den ganzen Crabs. Genau, da. Oh, eine Yucca ist auch noch hier. Eieiei. Den Sticky konnten wir auch noch mitnehmen. Müsste hier doch irgendwo unser. Ist das jetzt ein anderes? Hä? Rock. Potato Plant. Cool, hier waren wir aber. Ah, sorry, hier waren wir aber noch nicht. Das ist ein anderes Boot. Okay. Ja, Leute, hilft uns wohl nichts. Ich habe mich hier jetzt ein bisschen verrannt. Oh, ich bin voll. Hilft jetzt nichts. Wir müssen hier mal hin und her rennen, bis wir unser Luftboot wiederfinden. Unser Schlauchboot. Das habe ich jetzt irgendwie aus den Augen. Aber hier die Stelle kommt mir bekannt vor. Da hinten müsste unser Schlauchboot liegen. Irgendwo. War ja nicht ein Schiff. Doch, hier war auch ein Schiff. Ah, und da ist unser Boot. Genau, genau, genau. Ah, jetzt kann aber was sein, muss ich wieder was hier lassen, weil ich muss ja das Paddel auch noch mit ins Inventar nehmen. Heieiei, was lasse ich denn jetzt hier? Schwierig. Ich glaube, ich lasse die 4 Kokosnüsse hier. Weil es sein kann, dass wenn wir wieder hier ankommen, dass wir hier auch was zu essen brauchen. Und da möchte ich lieber was auf der Kante haben. So, wir paddeln jetzt mal wieder rüber auf unsere eigentliche Insel. Und dann wäre unser erster Tagesausflug nämlich schon erledigt. Und dann können wir ruhig mehr da lassen. Auf unserer Insel halt. Dass wir nicht so viel mitschleppen. Also ich hatte wirklich zu viel dabei. Das ganze Zeug, was ich mitgenommen habe, das habe ich ja jetzt überhaupt nicht gebraucht eigentlich. Und es wären schon... Oh, da hat was geblitzt. Habt ihr das gesehen? Im Wasser irgendwie so geblinkt, geblitzt. Müssen wir dann nochmal diese Riftfelsen... Oder sind das bloß Wasserreflektionen? Weil jetzt gerade hat es wieder so geblinkt. Geblinkt, blitzt. Eieiei, uns wird stockfinster. Eieieiei. Wir müssen hier auf offener See uns behaupten. Naja, naja. Hey, komm, paddeln. Nicht stehen bleiben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ganz froh, bis jetzt noch keinem Hai begegnet zu sein. Die können ja auch mal eben fix kommen. Da hatten wir aber Glück bis jetzt. Das war noch nicht angefallen worden. Ich meine, der Wellengang ist so schon ziemlich heftig hier. Da hatten wir echt Glück.
Aber ich glaube, wir könnten uns auch ein bisschen wehren. Wir haben zumindest einen Speer. Aber trotzdem mache ich das bei Nacht weniger gern. Mich da irgendwie wehren müssen. Gegen den Haifisch. So, ziehen das Ding noch ein bisschen an Land. Und dann gehen wir mal hier pennen erstmal. Eieieiei. Das Tag wird. Slups. Und dann schlafen wir ein kleines Ründchen erstmal gemütlich aus. Und da wird es auch schon wieder Tag. Oh, ich sehe gerade, bei Warframe wurde ich benachrichtigt, meine Handy-App, dass es da ein neues Nitane-Extract gibt. Das muss ich dann auch noch farmen. Das brauche ich nämlich für die neuen Warframes. So, wir haben hier, ach, da haben wir die Rocks. Die tue ich mal mit hier zu den Lashes legen und zu dem Rock Shard. Ach, guck mal, wir können sogar Stein auf Stein stapeln. So gut sind wir mittlerweile. Stickies haben wir hier. 1, 2, 3. Dann haben wir nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Ganz schön viele Sticky. Da haben wir Plank Scrap. Da hatten wir auch wieder ein bisschen was gefunden. Dann hier eine Plane. Kommt logischerweise zu den Planen. Dann ein bisschen Duct Tape. Haben wir auch gefunden. Das lege ich mal hierher. Zack, zack, Duct Tape. Dann 2 Eimer Seewasser. Die können wir uns mal hier neben das Feuer stellen. Aber bitte nicht gleich alles auskippen. Eieiei, naja gut, die sind jetzt halb leer schon, aber was soll's. Eine Laterne können wir auch mal hierher